Was geht ab, Freunde? Nahtfrag am Start, back mit einem weiteren Video. Heute geht es um Excalibur, aka Cal de Bulch. Das ist eine Waffe, die ihr über eine mystische Quest kriegen könnt. Ich werde nochmal kurz erläutern, wie ihr die kriegt. Auf der ganzen Welt sind 11 Tafeln verteilt, ja. Die sind über diese ganze Welt verstreut. 3 davon sind bei Ordensgegnern, 8 davon in kleinen Dungeons. Am Ende, wenn ihr die habt, müsst ihr zum Stonehenge gehen. Das ist irgendwo hier unten in der Gegend. Und könnt es dort dann einlösen. Ja, Stonehenge ist, glaube ich, hier. Hier habe ich einen schönen Screenshot gemacht, damals, als ich es bekommen habe. Diese Waffe ist meiner Meinung nach massiv überbewertet. Eine extrem aufwendige Quest. Und dann das. Dann diese Waffe. Es ist ja schon fast eine Froschheit. Stats bei der Waffe sind an sich natürlich normal. 3 Runenslots, auch normal. Aber dann kommt der Knaller. Schwere Abschlüsse und kritische Treffer blenden alle Gegner in der Nähe. In der Nähe ist ein sehr kleiner Bereich. Plus, du crittest halt fast nie derzeit. Also selbst mit einem Crit-Build, wenn ich überall kritische Trefferchance reinbaue, mache ich nicht so viele kritische Treffer. Bedeutet für mich in der Praxis, ist es ein verschwendeter Stat, eine verschwendete Eigenschaft, die ich gar nicht vernünftig nutzen kann. Schwere Abschlüsse, ich mache Bam, Bam, schweren Angriff und blende ihn. Das ist nur ein Soft-Stun. Das ist kein Hardstun. Softstun bedeutet, er ist nur einfach ganz kurz so ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Bringt mir überhaupt nichts. Dieser Step. Die Glocke aktivieren. Leute, hier auf eurem Zweitkanal die Glocke aktivieren. Wisst ihr ja. Aber ich sehe fast null Verwendung eben für dieses Style. Dieses Blenden ist so worthless. I don't know. Du questest hier ein halbes Jahrtausend, freust dich auf eine geile Waffe und dann gibt's das. Meiner Meinung nach eine große Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ich habe auch probiert, damit irgendwie warm zu werden oder so. Aber hat nicht geklappt. Hat einfach nicht geklappt. Geil sind natürlich die Optik. Definitiv. Es sieht gut aus. Übrigens, Zweihandschwert und Schild ist nicht die beste Kombo. Ja. Ich wollte euch einfach nur nochmal gerne den Sarkophag-Schild zeigen. Den habe ich hier im letzten Video auf dem Kanal gezeigt. Wenn du Angriffe blockst, hast du eine 33%ige Chance, dass du einen Feuerring um dich rum machst. Das ist ganz geil, probieren wir das mal aus. Das ist ein geiler Stat. Und den kriegst du einfach so. Nicht für eine ellenlange Questreihe. Also, I don't know. Es ist eine coole ISO-Waffe. Sie sieht gut aus, aber die Eigenschaften davon... Nee. Fühle ich nicht. Fühle ich wirklich nicht. Von daher... Ich bin sehr enttäuscht von dieser Waffe. Wie bekommt man die? Ich habe es kurz erwähnt. Ich empfehle euch gerne ein Video von meinem YouTube-Kollegen Corypheus anzusehen zu dem Thema. Der kann euch da ganz gut weiterhelfen. Ja? Wo ich euch weiterhelfen kann, ist natürlich der folgende Sachverhalt. Und zwar gibt es gerade in meinem Shop, fragnat.shop, eine Rabattaktion. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschneidet. Das Ganze geht eine Woche. Ja? Es ist eine Black Friday Aktion. Und ja, es gibt ja hier einiges an neuem Stuff. Ich muss mal kurz hier nochmal das Spiel pausieren, damit hier das Ganze nicht Throwback. Es gibt ja jede Menge neuen Stuff. Und mit dem Gutscheincode BLACKNAHT, ja, groß geschrieben einfach BLACKNAHT, beim Checkout kriegt ihr 20% Rabatt. Der neue Ragnarok-Merch, der kommt ganz gut an und ich finde den mega geil. Hab mir jetzt hier selbst nochmal so eine Tasse bestellt, denn tatsächlich, ja, ich muss in meinem eigenen Shop bestellen, weil das ein Print-on-Demand-Service ist. Feiere ich auf jeden Fall mega die neuen Designs, tragt ihr auch gerne. Muss mal gucken, wo die in der Wäsche sind. Ich glaube, ich packe die nur in Feinwäsche. Genau. Aber ja, würde ich mich freuen, wenn ihr da auch nochmal reinschneit, Freunde. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video, wenn ich hier irgendwie... Uncut, über irgendwas rumrante oder mich über irgendwas voll freue. Rums und blenden. Es ist einfach kein nicer Effekt. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr voll die gute Verwendung dafür. Inmitten von Gegnern, umzingelt. Vielleicht, vielleicht, aber dann doch lieber irgendein Feuereffekt oder so. Sarkophag-Shit. Geil, geiles Teil, aber Excalibur fühle ich nicht. Fühle ich einfach nicht, Freunde. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr was anderes fühlt. Zum Beispiel jede Menge bunte Smarties. Bis später. Euer Dönermann. Und ich hole mir jetzt hier noch ein paar schöne Fähigkeiten. Wollen wir hier mal die Glocke deaktivieren? Ciao, Leute.